Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei The Evil Within 2. Ja, nachdem wir in der letzten Folge Stefano besiegt haben, sind wir jetzt hier irgendwie in einem unterirdischen Verlies, Kerker, irgendwas gelandet. Und, naja, der wird von allerlei Kumpels bewohnt. Einen habe ich jetzt schon wieder ausgeschalten, ich habe nämlich nochmal neu geladen. Weil ich zwischendurch das Spiel ausgemacht habe. Deswegen, das ist der eine. Den zweiten Kollegen, der fehlt uns jetzt noch. Ich gehe mal davon aus, dass das derjenige ist, der da hier so witzig rumrennt. Aber, naja, schlussendlich weiß ich es halt nicht genau. So, machen wir den erstmal weg. Ich mach erstmal die, die da sind. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Dass ich erstmal die sichtbaren Kollegen mache und dann die unsichtbaren. Beziehungsweise die, die sich so ein bisschen mehr zusammenreißen können, wie der da. Der wahrscheinlich erst aktiviert wird, sobald man an sein Gel geht. Oder sobald man irgendwen in seiner Nähe versucht kaputt zu machen. So, warten wir mal auf unseren Freund hier. Okay, so viel zu warten wir auf den Freund. Ernsthaft? Oh, der hat eine Maske auf. Uncool. Ach, ich habe schon wieder das mittlere Mausrad gedrückt. So, ja, hier, bitte, Slashka. Boah, und der dreht sich schon wieder so komisch. Das ist immer das Seltsame, nachdem man mit einer Flasche angegriffen hatte. Na komm, mach den doch mal weg hier. Mach den doch weg! Warum hält er denn so viel aus, obwohl sein Kopf schon explodiert ist? Mann! Wo ist unser Mützen-Johannes? Hier ist unser Mützen-Johannes. Weg mit dir! Hat der einfach eine Maske auf? Ich fass es nicht. Was ein Stricher. Setzt sich eine Maske auf und denkt, damit wäre der große Willi hier. Na, ich meine, irgendwie war das ja auch, aber es ist halt einfach nicht die feine englische Art. Ich muss dazu sagen, ich glaube nicht, dass wir hier englische Zombonenten haben, aber ja, dennoch. Ach, das ist gar kein... Ich dachte, das war rotes Gel, aber es ist nur eine dumme Flasche gewesen. Dafür habe ich den jetzt gekillt. Dafür und für das bisschen Schießpulver... Gut, ich habe nicht gesehen, wie viel Schießpulver es ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt unsere Schießpulverausgaben deckt. Was wir damit jetzt bekommen haben. Na gut. Besiegt ist besiegt, auch wenn es nicht ganz so rühmlich war. Ich verstehe halt echt nicht, warum der eine das jetzt so viel ausgehalten hat. So, hier haben wir noch ein paar schöne Teilchen. Da haben wir... Pistoleri. Hier hört uns jemand. Ach du. Hi du. Ich mach dich mal weg, ne? Kann ich in Ruhe lesen. Nachdem ich mir deine Glipper mitgenommen habe. Verbrannte Seite aus Der Freiheit untertan. 1. Es ist der natürliche Wunsch des Menschen, sich zu widersetzen und zu widerstehen, sei es bei Veränderungen, Autorität oder Verlangen. Doch der mentale und emotionale Tribut wiegt häufig schwerer als die daraus resultierenden Vorteile. Das Universum ist zu gut organisiert, zu perfekt seine Konstruktion. Wie können wir nur glauben, dass solche Perfektion aus Chaos entstanden ist? Meine Hypothese ist, dass es einen Plan gibt. Für mich, für dich, für jeden Einzelnen von uns. Manche sagen, alles geschieht aus einem bestimmten Grund, eigenes Schicksal. Was es auch immer ist, Leid komme über alle, die sich dem widersetzen.
Okay, also mit anderen Worten, füge dich dem, was du erlebst, weil sonst leidest du eh. Also ertrage das Leid, sonst kommt mehr Leid. Ne? Kurz und knapp, gut ausgedrückt, würde ich sagen. So, okay. Dann haben wir das jetzt und dann haben wir hier drüben noch unsere Leute. Falls das nicht schon die beiden waren. Ach, da liegt noch einer. Ja komm, ich mansch dich gleich um. Warum kann ich dich nicht einfach direkt ummanschen? Warum muss ich dich jetzt einmal anschießen? Nur um dich nochmal anzuschießen. So, gib mir den Glibber. So, genau dafür sind wir hier. Hi. Du kannst ruhig liegen bleiben, Kollege. Du brauchst dich gar nicht so weit vorzubewegen. Ich verlange gar nicht so viel von dir. So, nur hierfür. Nur das hier verlange ich. Ein wunderbarer Schlüssel. Und damit haben wir fast die Hälfte. Ich frage mich echt, wo ich alles vergessen habe. Ich glaube, im Anschluss an dieses Spiel, im Anschluss an dieses Let's Play, werde ich mir spaßeshalber einfach mal angucken, wo wir sonst noch ein paar Sachen bekommen hätten. Also, wo wir noch Leichentürschlüssel bekommen hätten. Einfach Interesse halber, wo ich sie übersehen habe, ob ich sie wirklich einfach nur komplett übersehen habe, weil ich da nicht geguckt habe, oder ob es einfach nur fucking knapp war. Schrotmuni. Okay. Aber ich habe doch eigentlich gar keine Karte, ne? Ne, wie konnte ich die denn jetzt... Wie konnte er die Resonanz protokollieren? Frage ich mich da. Hi, Freunde! Ja. Ja, das ist der, aber hier gibt es sonst nichts. Warum wurde es denn gerade nochmal angezeigt? Verwirrend. Okay. Spritz, die brauchen wir nicht. Nehme ich mir vielleicht gleich mit, bevor wir da vorne durch das Tor gehen, dass ich mir nochmal eine reinramme. Kann ja sein, dass ich nochmal Damage kriege. Deswegen spare ich es mir lieber. Da ist da ein Vieh drin. So, die Einzelteile nehmen wir noch mit. Okay, da kommen wir noch durch. Guck erstmal noch auf die andere Seite. Moin! Oh, da ist auch ein toter Mobius Operative. Resonanzpunkt. Ach, da einmal auch durch. Okay. Ja, da ist er. Da ist unser Freund, der Resonanzpunkt. Hallo. Ich drück doch. Der will gerade nicht. Jetzt. Strange. Hallo? Hört mich jemand? Bitte, ich weiß nicht. Moment. Nein. Noch immer hier. Es war kein Traum. Hallo? Hört mich jemand? Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Ich tue, was immer Sie wollen, nur bitte. Lassen Sie mich raus. Ich will raus, ich will raus, ich will raus. Ich will raus. Hey, du warst nicht allein, du hattest deine Kerze. Ich will doch nur nach Hause. Nach Union. Aber fühlt sich trotzdem schon in Union zu Hause. Oder weiß gar nicht, dass sie ein anderes zu Hause hatte. Könnte natürlich auch sein. Okay, da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal zurück und werden wahrscheinlich gleich auf einen Kumpel treffen. Guck mal, der leuchtet so witzig. Da sah ich doch, dass der witzig leuchtet. Komm, weg mit dir.
Ja, war doch klar. Nach solchen Resonanzpunkten kommt doch nie was Gutes. So. Na, soll ich erstmal dich da wegmachen? Ja, ne? Erstmal dich weglöten. Gut. Danke für die Muni. Danke für das Gel. Und danke für den Schrot, den ich nicht brauche. Na komm, einen kann ich noch nachladen. Was schönes Messer hast du da im Rücken. Ist schick, ja doch, hat was. So, okay. Jetzt bleibt uns nur noch die letzte Tür. Achso. Das heißt, flop. Und das mitnehmen. Ja, ganz ehrlich, haben oder nicht haben. Geht zwar jetzt nicht um viele Lebenspunkte, aber... In der Tiefe finden Sie was. Tue ich das? Nur durch den Fall können Sie sich erheben. Durch den Fall? Das heißt wahrscheinlich, die Leiter wird nicht bis ganz nach unten gehen. Was geht hier vor? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt jedenfalls mal schätzen, es ist nicht Myra, die da mit uns redet. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Unser Freund Stefano hat von jemandem erzählt, für den er das Mädchen holen sollte. Sie haben alles verloren. Ihr Versagen führte zu Untätigkeit und dann zu Verzweiflung. Und die Verzweiflung zu Selbstzerstörung. Da steht jemand. Aber den nicht sehen zu können, ist auch schwierig. Du bist ein Versager. Deinetwegen ist deine Tochter verloren. Du konntest sie nicht retten. Sie haben den Schlüssel zur Linderung ihrer Qual. Ich kann sie zum Schloss führen. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Das ist eine sehr gute Frage, wie gesagt. Und ich hab's ja schon mal gesagt, es ist... Was ist wahrscheinlicher, dass die Tochter wirklich entführt wurde und... Nur annehmen. Laufen Sie darauf zu. Nicht davor weg. Ist das... Lily? Oh, hallo. Oh, schön. Jetzt darf ich kämpfen? Das ist aber gütig. Das ist aber freundlich. Ja, doch. Das ist sehr freundlich. Da freue ich mich aber. Vor allem, weil es da wahrscheinlich sinnlos ist. Guck mal hier. Ach, ihr seid zu dritt. Deswegen. Ja gut, vielleicht benutze ich doch mal sowas hier. Ach, weg mit dir. Wahrscheinlich, weil es bei denen... und bei denen ist es wahrscheinlich... dass die immun gegen Schleichangriffe sind. Au. Okay, ich hab's verstanden. Hab's verstanden. Nur angreifen, wenn sie nicht brennen.
Nachladen. Das war jetzt aber auch gemein, sie einfach so reingeworfen zu werden. Meine Güte. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir kriegen jetzt noch was atmosphärisches Storytelling und dann sowas. Naja, gut. Ist so. Jetzt kennen wir eine neue Gegnersorte. Feuerfutzis. Aber nicht wirklich überraschend. Bei dem feurigen Gebieten hier. Na gut. Was sagt die hier? Da passt auch noch eine rein. Stefano hat sich hier widersetzt. War mir ein Dorn im Auge. Und sie haben ihn entfernt. Dafür werden sie belohnt. Stefano. Die kannten sich. Ja, offensichtlich. Na komm. Hallo. Runter mit dir. Ich muss immer ganz kurz gucken. Okay. Nur ein Spiegelchen. Das gefällt mir. Spiegelchen ist gut. Erstmal wieder ein bisschen sicher sein, wenigstens. Auch wenn hier immer noch dieses Ding ist. Die Mieze ist weg. Ja, ich kann das Ding immer noch nicht benutzen. Das hier hat alles einen doofen Beigeschmack. Na komm, setzen wir uns hin. Ich finde es ein bisschen traurig, dass ich nicht mal ein bisschen grünes Gel für Stefano bekommen habe. Das ist sad. Sie können einfach nicht ohne mich. Oder? Nee, wirklich nicht. Pan, ich hab dich echt vermisst. Hab ich wirklich. Also, was ich nur ohne dich machen würde. Komm, gönnen wir erstmal die Spritze. Ach, da ist sogar noch eine drin. Okay. Komm, das hier. Wunderbar. Ein Rauchbolz. Nee, zwei könnten wir sogar mitnehmen. So. Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Aber sie können sich nicht ewig verstecken. Vielleicht sollten Sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Ich habe schon recht gute Kampffertigkeiten. Der Rückstoß interessiert mich nur nicht so sehr. Dieser Ort hier ist die Hölle. Wahrhaftig. So viel Leid und Tod. Ja, man braucht Stärke, um ihn zu durchqueren. Stärke und Willenskraft. Ich weiß nicht, wie viel ich noch verkraften kann. Sie haben Ihre Grenzen noch nicht erreicht. Die Antwort darauf, warum Sie wirklich hier sind. Warum ich wirklich hier bin? Weil ich Lily retten will. Ja, aber um das zu schaffen, müssen Sie zuerst andere Herausforderungen bestehen. Ja, nicht neu. Vielleicht könnte man die Feuertypen doch mit Schleichen umbringen. Habe ich den Satz eigentlich vervollständigt gerade im Kampf? Ich glaube nicht, ne? Na, und wenn nicht, ist auch egal. Hier wollte ich das, aber dafür brauchen wir noch, ja, 360. Da brauchen wir noch 75 Pünktchen. Die haben wir nicht. Das kostet 400, die haben wir auch nicht. Dann ist es so. Dann stellen wir uns noch ein bisschen, ja, hier 6 Stück her. Einer davon. Ich würde nochmal 5 davon herstellen. Und dann passt das erstmal. Dann speichern wir ab und dann geht's weiter. Aber so ein bisschen Zwischenspeichern hat noch nie jemandem geschadet. So. Zurück geht's hier. Boah, das sieht nicht gut aus. Das sieht hier echt nicht gut aus. Habe ich schon mal erwähnt, dass das hier echt nicht gut aussieht? Deswegen stelle ich mich jetzt einfach hier drauf. Was habe ich schon zu verlieren? Hm. Ja, anscheinend nicht so viel. Geht los, wenn ich da hochklettere? Oder geht's los, wenn ich hier versuche, das zu öffnen?
verschlossen. Es muss einen Mechanismus zum Öffnen geben. Ja, wir müssen da jetzt hoch und dann wird dieses Blutbad da rausgelassen. Wenn man sich auf der richtigen Seite der Leiter befindet, dann kann man sie vielleicht auch benutzen. Hab gehört, das könnte Vorteile haben. Okay. Da hängt auch nirgendwo eine Statue dran. Hallo. Ich sehe dich doch. Ich sag doch, dass ich dich sehe. Und warum das nicht funktioniert hat, weiß ich allerdings auch nicht. Ach so. Das sieht gut aus. Welchen drehen wir hier mit? Ach, beides. Okay. Drehen wir hier mit? Die beiden. Okay, nochmal. So. Ah, das dreht nur das. Ach so. Ich sag es, ich weiß nicht, ob das da richtig rum drin ist. Ich kann mir vorstellen, dass das so rum muss. Ah, toll. Ich werde gerade angerufen. Ich mache eine ganz kurze Pause. Moment. So, da bin ich wieder. Ich bin ein bisschen verwirrt davon. Aus dem einfachen Grund, dass ich von dem Anschluss verwirrt bin. Das könnte da reinlaufen? Nee, das muss einmal rumgedreht werden. Also vorher war es schon richtig. Na gut, dann ist es so. Ne, falsches Teil. Das hier. Dann einmal flupp. Und einmal flupp. Dann machen wir da einen richtigen Anschluss dran. Und dann machen wir hier einmal flupp. So, wunderbar. Ja, das ist das Falsche. Oh, super. Ist das richtig? Nee, ne? So. So, und jetzt nur noch das einmal rum. Das ist doch irgendwie seltsam, oder? Also das mit den Anschlüssen ist strange. Ich meine, es funktioniert, aber mit den Anschlüssen ist das trotzdem irgendwie strange gewesen. Obwohl das jetzt ein Dreieranschluss ist. Scheint's zu passen. Okay, ich beschwere mich nicht. Hauptsache, das Türchen geht auf. Guck mal, da liegt mein Schlüssel. Na komm, mach auf das Ding. Ja, komm. Danke sehr. Wunderbärchen. Ich hätte echt gedacht, dass uns hier eher die Hölle auf im Stem erwarten wird, in diesem großen Raum, aber ja. Dann halt nur ein kleines Rätselchen. Ist auch absolut in Ordnung. Oh, schön hier. Ja, hat was. Ja. Ob das schön ist, weiß ich nicht, aber es hat was.
Sebastian Castellanos. Endlich sind Sie da. Ich habe auf Sie gewartet. Wer zur Hölle sind Sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Ich hoffe, Sie werden mich auch so nennen, mein Freund. Das ist ein bisschen hell. Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex. Einen von euch habe ich heute schon getötet. Natürlich haben Sie das. So gehen Sie mit jeder Herausforderung in Ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Und sehen Sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die Sie selbst erschaffen. Nehmen Sie die Waffe runter. Benutzen Sie statt Ihrer Fäuste doch einmal Ihren Verstand. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind sie? Ich würde es Ihnen ja sagen. Aber Sie sind noch nicht bereit. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es Ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Ich kann Sie von Ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann Sie zu Lily führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Nun, gut. Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick. Ich habe es ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Leben Sie fürs erste Wohl, Sebastian. Hey, Blutfluss. Lang nicht mehr da gewesen. Warte! Sieh an, wer endlich wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Geht so. Kümmer dich um die Seite. Schieß, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Kapitel 10. Was zum Teufel geht hier vor? Wir können später reden. Konzentrier dich aufs Überleben. Okay, ich probier's. Wo willst du denn hin? Ach, ich komm rein. Witzig. Ey, wo kommst du denn her? Das hast du schon mal gemacht, oder? Viel zu viel. Ja, mit Josef damals. Da war es so ähnlich. Schnapp dir ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Mal gucken, ob du die kriegst. Da darf ich hier erstmal das Ding hier auskippen? Danke sehr. Danke für den hilfreichen Tipp. Guter Schuss. Danke, du aber auch. Mhm. Ich mach das. Tipp. Die Hinterseite. Ich höre noch mehr von dem. Ach ja, da. Hallo. Ach so. Ach, du kommst da einfach... Ach toll, ich hab schon wieder... Du kommst also einfach durch. Finde ich das denn so gut? Du gehst mir auf den Sack. Hau dir auf die Fresse.
Aua. Hey, würdest du mir hier mal helfen? Ja, ich habe hier meine eigenen Probleme. Es tut mir leid. Ach, Alter. Wie ich nicht zielen kann. Ja, der war ja schon fast tot. Kann ich in eine Spritze reinjagen? Die sind überall. Die dürfen sich nicht zusammenrotten. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber das war jetzt halt echt unnötig. Oh, hallo. Mir geht's echt nicht gut hier. Oh Gott. Mann, hau ab hier. Ich bin echt zu dumm zum Schießen. Jetzt backt er sich ja noch durch. Die Alte ist fast tot. Alles ganz wunderbar. Hey, was zur Hölle ist das für ein Lärm? Keine Ahnung, irgendwas Dickes. Scheiße. Vorsicht! Oh nein! Was sind das für Dinger? Karl, tötet sie einfach. Hast du genug Munition? Ich hoffe. Die haben mich erwischt. Eieieiei. Ich glaube, das sind die letzten. Meinst du? Stimmt ja, die gab's ja auch noch. Die kamen jetzt so lange nicht, dass ich die irgendwie nicht mehr so richtig im Kopf hatte. So. Schrotmoni, wunderbar. Ach, sehr gut, dass sie sich geheilt hat. Das ist wirklich gut. Eieieiei. Mann, ich wollte doch eigentlich gar nicht mehr so lang machen. Und wie sind wir überhaupt hier gelandet? Kleine Info für euch. Ich wusste nicht, wie ob wir da nochmal rauskommen, ne? Ob wir und deswegen dachte ich, Mensch, ich lock die einfach alle rein, beziehungsweise ich lasse die einfach reinkommen. Danke. Oh nein. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich wollte nicht, dass es weitergeht. Ich bin Esmeralda Torres. Hallo Esmeralda. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Nimm dir, was du brauchst. Ich warte hier. Folge Torres zu ihrem Unterschlupf. Ja, das machen wir. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich dachte, ich lots die alle rein, weil ich nicht weiß, ob ich die von draußen looten kann. Oh, was habe ich denn da? Interessant. Jetzt finde ich diese ganzen Versteckten, nachdem ich gesagt habe, vielleicht gucke ich mir mal an, wo die Dinger liegen. Jetzt komme ich mir so vor, als hätte ich geguckt, aber ich habe gar nicht geguckt. Ja, wir sehen uns jedenfalls hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und dann, ja, dann folgen wir Torres mal. Haben wir denn hier schon wieder eine neue Map? Haben wir. Okay, wir werden jetzt einen ganz schönen Rail-Shooter haben in dem Level, wie es ausschaut. Aber ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Bis denne. Tschüss.